Hamburg Mitte des 19. Jahrhunderts eine Industrie- und Kulturmetropole. Geografisch günstig gelegen in der Schnittstelle zwischen Leipzig, Berlin, Hannover, entwickelt sich die Elbestadt immer mehr zum Knotenpunkt des mitteldeutschen Handels- und Schienennetzes. Und schon bald wird klar, was auf den Schienen unterwegs ist, muss gewartet werden. Magdeburg gelangt in das Zentrum der ehrgeizigen Pläne, hier einen Reparaturknotenpunkt ungekannten Ausmaßes zu errichten. Die Wahl fiel auf das Dörfchen Salbke im Süden von Magdeburg und seit 1895 wurde hier vier Generationen lang Eisenbahngeschichte geschrieben. Anfänglich arbeiten 100 bis zum Ersten Weltkrieg bereits mehr als 1000 Männer und Frauen hier im Geiste des industriellen Aufbruchs unter teils schweren Bedingungen in der Eisenbahnhauptwerkstatt der preußischen Eisenbahnverwaltung. Das Werk glich einer kleinen Stadt mit kilometerlangen Straßen und Schienenwegen, riesigen Hallen, Verwaltungsgebäuden. Aber auch an den imposanten Industriebauten der Hauptwerkstatt ist der Zweite Weltkrieg nicht spurlos vorbeigegangen. Teile der hektargroßen Anlage wurden zerstört. Die Wiedergeburt dann nach dem Zweiten Weltkrieg als Ausbesserungswerk der Deutschen Reichsbahn. Ein neues Kapitel Eisenbahngeschichte in Magdeburg war aufgeschlagen. Nach über 40 Jahren sozialistischer Planwirtschaft war das Werk nach der Wende nicht mehr zu halten. Die Bausubstanz marode, Böden verseucht, die Maschinen zu alt. Die imposante Zentralschmiede, die Betriebsschlosserei, verfielen. Auf den undichten Dächern der riesigen Hallenanlage, die größte Maß knapp 40.000 Quadratmeter, wuchert Unkraut. Wo früher der Rauch der Kessel blies, spielt man heute Outdoor-Golf. Seit vielen Jahren steht die Anlage nun leer. Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Zeit für neues Leben in alten Gemäuern. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem Industriedenkmal. Ja, das tun viele, werden Sie jetzt sagen. Umgebaute Bauernhöfe, Industrielofts sind nichts Besonderes. Aber stellen Sie sich vor, Sie wohnen nicht nur, sondern Sie leben. Sie wohnen, Sie leben, Sie lachen, Sie erholen sich. Sie können zu Fuß einkaufen gehen, die Schule Ihrer Kinder, der Kindergarten, der Spielplatz, die Kaufhalle, Ihr Garten, eine Parkanlage, ein Schwimmbad, alles nur einen Katzensprung entfernt. Modernes Leben in Mauern, die reich an Geschichte sind. Das klingt doch irgendwie schon ganz anders. Und im Süden von Magdeburg gibt es einen Ort, an dem eine solche Vision wahr werden kann. Die Vision von neuem Leben in alten Mauern. Schauplatz unserer kleinen filmischen Vision ist das riesige Gelände des ehemaligen Reichsbahn-Ausbesserungswerks des RAWs. Über fast ein Jahrhundert wurden hier Loks, Reisewaggons und Güterwegen repariert. Riesige Werkhallen in schönster Backsteinindustriearchitektur dominieren das Gelände. Doch vom Stolz der frühen Tage ist nicht viel geblieben. Die Fabrikhallen stehen leer, das Gelände verwildert. Wo früher herrschaftliche Speisewagen auf Hochglanz poliert wurden, Dampf- und Dieselloks, die Zugpferde der Industrialisierung repariert und instand gehalten wurden, wächst langsam Gras über die alten Rangierschienenstränge. Die Bausubstanz ist teils verfallen. Wo früher Signalhörner und der Klang riesiger Krananlagen den Ton bestimmten, herrscht heute Schweigen. Tristesse, wohin man sieht. Und doch, so wie die Natur sich ihren Weg bahnt durch die Ritzen des aufgebrochenen Kopfsteinpflasters, könnte auch der Mensch zurückkehren in diese eindrucksvolle Stadtmarke der Industriekultur. Aber eben nicht mehr mit Schichtbeutel und Thermoskanne auf dem Weg zur Arbeit, sondern als Mieter, Handeltreibender, Lehrer, Erzieher, Kulturschaffender, als kreativer Mitarbeiter eines kleinen Start-up-Unternehmens, als rüstiger Senior, als Kind, als urbaner Gärtner oder Erholungssuchender. Diese filmische Animation zeigt, welcher Wandel hier im Süden Magdeburgs auf dem Gelände des RAW möglich wäre.
Ein neuer Tag bricht an. 6 Uhr auf dem Gelände des Wohn- und Lebenskomplexes RAW erwacht der Tag. Langsam verzieht sich die Kühle der Nacht, weicht den ersten wärmenden Strahlen der Sonne. In den dreistöckigen Wohnblocks erwacht das Leben. Die ersten Bewohner machen sich bereit für einen neuen Tag. Kaffeemaschinen laufen zur Höchstform auf, Fenster werden geöffnet, um die noch frische Morgenluft in die Wohnungen zu lassen. Kinder werden angezogen, Frühstücksbrote geschmiert, im dritten Stock öffnet sich eine Balkontür. Ein prüfender Blick über den kleinen Weiher direkt vor der Haustür. Das morgendliche Froschkonzert steuert auf sein großes Finale zu. Gut so. Durchatmen, Luft holen für einen neuen Tag. Den Kopf einfach nochmal frei machen für neue Ideen. Nicht weit entfernt im nahen Gründerzentrum werden die ersten Computer hochgefahren. Der Hausmeister der Schule schließt die Pforte auf. Ein letzter Blick über die Beete des Schulgartens. Die Erdbeeren gedeihen prächtig dieses Jahr. Im Biomarkt, früher eine alte Lackierhalle, werden die ersten Auslagen dekoriert. Kinder machen sich auf den Weg in den Frühhort zu Fuß. Vorbei an einem Abenteuerspielplatz, einem kleinen Stadtwäldchen. Oh ja, da gehen wir heute Nachmittag mit Oma und Opa hin. Oder vielleicht doch lieber ins Schwimmbad mit Kai-Uwe aus der 2B. Der wohnt ja gleich nebenan, hinter der alten Schmiede. Pläne werden gemacht, kleine und große, kein Autohupen, keine ewig langen Elterntaxischlangen stören die großen Gedanken der Kleinen. Denn Autos, die fahren hier nicht. Wozu auch, alles ist doch nur einen Steinwurf entfernt. Die Autos stehen gut verwahrt im Gemeinschaftsparkhaus. Das war früher mal eine Wagenrichthalle. Hier wurden die Waggons repariert und ganz früher sogar hochherrschaftliche Reisewaggons gebaut. Die Kinder sind in der Schule. Zeit für die Erwachsenen, zur Arbeit zu gehen. Auf dem Weg vorbei an dem alten Kesselhaus. Ein letzter Check für den Tag. Besprechung um 9 im Coworking Office in der alten Waschhalle. Mit Kaffee und Schnittchen. Doch nun die Gewissheit, der Kühlschrank in der Firma ist leer. Kurze, antrainierte Städterpanik. Doch dann der Puls fährt runter. Alles kein Problem, denn auf dem Weg ins Büro an der Stirnseite der gigantischen Wagenreparaturhalle liegt ja gleich die Kaufhalle. Heute wird hier regionales Obst und Gemüse angeboten. Es wird sowieso viel zu warm für Schnittchen, also dann doch lieber gleich einen Obstteller. Obwohl, der Chef will seine Mettbämme. Ohne die kein kreativer Output. Also noch kurzer Stopp beim Metzger, auch kein Problem, der ist ja gleich neben dem Gemüsehändler. Den Kasten Wasser liefert der Catering-Service des Bistros, das im alten Kesselturm untergebracht ist. Ist schon toll, wenn man bedenkt, früher roch es hier nach Ruß und Abgasen und Kohle, heute nach Tapas und frischem Kaffee. Wo einst rostige Kohleloren quietschten, hängen heute an gusseisernen Säulen Kunstinstallationen, unter denen es sich ganz prima über den Sinn des Lebens nachdenken lässt. Statt lärmender Schaufelgeräusche hört man hier nur noch leichte Jazz-Piano-Musik, übrigens aufgenommen von dem Musiker, der sein Studio hier gleich um die Ecke im Gründerzentrum hat. Auch ein junges Modelabel, ein IT-Startup und ein Grafikbüro haben hier ein neues Domizil gefunden. Mittagszeit, die Schule ist aus. Kinder stürmen aus der Schule, es geht zum Schwimmbad. Doch weit fahren müssen sie dafür nicht, es liegt im Osten des riesigen Areals. Während die Kinder im Wasser planschen, machen es sich Oma und Opa auf den Bänken der ausladenden Grünanlage bequem. Sie wohnen gemeinsam mit ihren Kindern und Enkeln in den Mehrgenerationenhäusern. Eine Idee unserer Vision? Mehrere Generationen leben hier miteinander. Die Jungen nutzen die Ressourcen der Alten und die Alten werden auf dem letzten Abschnitt ihres Lebens von den Jungen unterstützt. Und die Allerjüngsten, na die finden das sowieso klasse, wenn Oma und Opa immer in der Nähe sind. Langsam senkt sich die Sonne, noch ist es angenehm warm. Die Vögel zwitschern in den Bäumen der Streuobstwiese. Auf dem Bolzplatz wird ein letzter Kick organisiert und von der kleinen Freilichtbühne her fliegen erste Soundfetzen durch den frühen Abend.
Ein Konzert steht heute auf dem Plan, organisiert von einer Kulturinitiative, die im alten Verwaltungsgebäude Quartier bezogen hat. Die Reichsbahner wollen mit ihrer Kulturarbeit Tradition und Zukunft verbinden. So organisieren sie Erzählcafés mit ehemaligen RAWlern und Zeitzeugen, genauso wie Konzerte der Schulbig Band oder der Band, die hinter dem Café ihren Proberaum hat. Heute stehen sie alle zusammen auf der Bühne, um mit den Kellergeistern, Magdeburgs dienstältester Rockband, Songs von Gershwin bis Deep Purple zu spielen. Der Eintritt ist frei. Die Tickets bezahlen alle Bewohner über eine kleine Monatsspende an den Verein. Ja, Kultur kostet ein bisschen Geld, aber die, die hier leben, die wissen, was sie Gutes haben. Und außerdem sparen sie ja täglich Geld für Sprit- und Straßenbahntickets für den Weg zur Arbeit. Nach und nach gehen die Lichter aus in den Wohnhäusern, auf der Freilichtbühne, im Coworking Space und der Bio-Kaufhalle. Nur die Frösche. Die gehen nicht zu Bett, die legen jetzt los und singen das alte Lied von der Eisenbahn. Auf froschig, versteht sich.